Tja, Lukas, an der Kamera. Es geht heute weiter. Und zwar, wir betrachten nach wie vor Schaltungen, gemischte Schaltungen. Das heißt, wir berechnen Widerstände, bei denen eine Parallelschaltung verknüpft ist mit einer Reihenschaltung. Aber diesmal geht es sogar darum, dass wir fehlende Werte in der gemischten Schaltung berechnen. Wir haben hier das Schaltbild, bestehend aus insgesamt 6 Widerständen. R1, R2, R3, die sind parallel geschaltet. R4 liegt in Reihe mit den Widerständen R5 und R6, die aber auch wieder parallel geschaltet sind. Ja? Prägen wir uns das Bild ein. Hier haben wir das Netzteil, das liefert also die Spannung und die Stromstärke. Und ich fahre jetzt mal hier mit dem Bild rum, damit wir mal sehen, was wir hier haben. So. Wir haben jetzt gegebene Werte, und zwar in dieser Tabelle. Da ist R2 gegeben, R3, R4, dann die Spannung U1, U4, U6 und die Stromstärken I1, I2 und schließlich U5. Wir haben nochmal die Gesetzmäßigkeiten angeschrieben. Da steht, die Gesamtspannung in der Reihenschaltung ergibt sich aus der Summe der Teilspannungen. Man könnte das natürlich auch ganz elegant schreiben, dass man schreibt U Gesamt gleich, ich will es mal hier angeben, vielleicht kann die Kamera das sehen, U Gesamt wäre, und jetzt benutze ich mal das Summenzeichen, Summe über U Nü könnte man schreiben für Nü gleich 1 bis N. Das bedeutet, ich habe N Spannungen und dann wäre das hier so bis UN. Das haben wir hier angedeutet. Für die Parallelschaltung ist ganz wichtig, dass die Spannungen überall konstant sind. Überall konstant. In der Reihenschaltung nach wie vor ergibt sich für die Stromstärke, dass sie überall konstant ist. Und für die Parallelschaltung haben wir wieder, dass die Stromstärken sich als Summe der Teilstromstärken ergeben. Als letztes nochmal für die Widerstände. In der Reihenschaltung ist R1 plus R2 und so weiter, also die Summe der einzelnen Widerstände. Und bei der Parallelschaltung haben wir den reziproken Widerstand, also 1 durch R gesamt, ist gleich der Summe der reziproken Teilwiderstände. Und das kann ich immer mit Hilfe dieses Summenzeichens schreiben. Muss aber nicht unbedingt. Okay, wir sehen uns zuerst einmal Folgendes an hierbei, dass wir die Spannungen bestimmen, U2 und U3. U2 und U3, warum? Ich muss jetzt immer mal wieder hier dazwischen schalten. Die Spannung U2 und U3, das ist ja eine Parallelschaltung. In der Parallelschaltung haben wir gesagt, ist die Spannung überall konstant. Deshalb kann ich hier den Wert hinschreiben, U2 muss 12 Volt sein, schreiben wir mal auch hin, 12 Volt, und U3 ist auch 12 Volt. Ich hoffe, die Kamera hat das. Dann können wir dort weiterhin einige Werte angeben, die ich dann mal mit einschreibe. Wie kommen wir auf R5 bzw. auf R6? Hier haben wir R5 und R6. Da müssten die Spannungen auch gleich sein, aber es ergeben sich dann andere Werte. Ja, wie machen wir das?
Ich hätte natürlich auch noch anschreiben können, wie die, was für einzelne Werte gegeben sind. Wir betrachten mal den Widerstand R2 haben wir mit 2 Ohm, R3 mit 4 Ohm, R4 mit 2 Ohm. Wie groß wäre denn R1? Um den Widerstand R1 zu berechnen, müsste ich das Ohmsche Gesetz betrachten. Das Ohmsche Gesetz lautet R gleich U durch I. Das heißt U1 durch I1 und U1 beträgt 12 Volt und I1 10 Volt. Also wäre das hier 1 Ohm. 1 Ohm. Bei R2, den haben wir ausgerechnet, R5 wäre auch wieder U5 durch I5. U5 sind aber 4 Volt, ich schreibe es mal hin, damit wir das haben. 4 Volt und 6 Ampere. 2 Ampere sind das. 2 Ampere und dann hätten wir 4 durch 2, das wären hier 2 Ohm. Und bei dem Wert R6 haben wir auch 4 durch 2, also 4 Volt durch 2 Ampere, dann sind das auch 2 Ohm. Dann haben wir diese Werte. Für die Spannungen U5 und U6 haben wir jeweils 4 Volt, und zwar haben wir ja U6 4 Volt, also muss U5 auch 4 Volt sein, weil es parallel geschaltet ist. Für die Stromstärke I3 ergibt sich nach dem Ohmschen Gesetz U3 durch R3, das sind 12 Volt durch 4 Ohm, also 12 Volt durch 4 Ohm und das sind dann 3 Ampere. 3 Ampere. Für I4 ergibt sich ebenfalls U4 durch R4, das sind aber 8 Volt durch 2 Ohm, 8 Volt durch 2 Ohm, damit haben wir 4 Ampere. Und schließlich noch für den 6er Wert, da haben wir dann 4 Volt durch 2 Ohm, 4 Volt durch 2 Ohm, das sind dann wieder 2 Ampere. 2 Ampere. So, schließlich könnte man die gesamten Werte ausrechnen, also U-Gesamt und I-Gesamt. Aber da würde ich sagen, das überlasse ich mal für euch, dass wir hier mal die Werte ausrechnen. Das ist mal eine kleine Übung. Wir haben jetzt sämtliche Teilwerte berechnet. Ergibt sich, wie gesagt, alles aus der Zeichnung. Ich muss noch mal sagen, die ganze Problematik ist nicht ganz so einfach. Und ich hatte gehört von einem Schüler, die sollten diese Aufgabe innerhalb von 15 Minuten berechnen, wobei alles sogar noch mal aufgezeichnet wird. Und das empfinde ich als zu viel. Ja, man muss ja erst mal überlegen, wie sind die Schaltungen vorhanden? Sind es parallel, sind es eine Reihe? Und wie sind sie verknüpft? Und dann kann man das so machen, wie wir es hier gemacht haben. Bis hierher, Lukas. Okay. Soll ich stoppen? Ja.